Ich war vorhin in der Shisha-Bar und ich habe so darüber nachgedacht, ey, ich muss morgen zum Friseur. Und dann waren, saßen wir halt mit Massiv am Tisch und ich dachte mir, Bruder, lieber nicht jetzt. Wir sind heute in Berlin. Morgen drehen wir hier Abu vs. Rohat. Da Rohat verschlafen hat, sind wir einen ganzen Tag im Verzug. Das heißt, wir drehen es erst morgen. Der Ali ist am Start, Breitenberg und Rohat. Wir gehen jetzt ein bisschen was essen, wir chillen einfach ein bisschen und ja. Breitenberg ist Uzi ein sehr charismatischer Gentleman, Wallah. Der ist IC, genau wie im Spiel. IC ist ein absoluter Absturz. Das Problem ist, der junge Mann von mir gegenüber isst sehr viel. Ja, isst mehr als er. Ah. Essen macht gewöhnlich müde. Das bedeutet, derjenige, der mehr isst, wird früher einschlafen. Darum glaube ich, Rohat wird das Ding machen und gewinnen. Ich wollte extra nichts essen und ihn viel essen lassen, weil viel Essen müde macht. Gerade Kohlenhydrate. Ich wollte morgen keine Kohlenhydrate essen, nur damit er schneller einschläft. Jetzt hast du mich gerade hops genommen. Ich wusste das schon. Ja, aber vielleicht denkt man nicht daran. Boah, guck mal, was ist das denn? Hammer, ne? Wer bleibt länger wach? Ich oder er? Ich sag's dir ehrlich, ich glaube auch Rohat. Weil Rohat wird diese Packs öffnen, er isst weniger und er wird viel, viel mehr trinken. Obwohl, nee, warte mal. Abu hat eigentlich full ADHS-Kicks, Energie-Kicks. Eigentlich hast du richtig viel Energie, Maschallah. Ich bin schon tausendmal aufgemacht. Er hat Kinder, ist auch ein Vorteil. Ja, ja. Du bist wenig Schlaf gewöhnt mit Kindern. Ich habe schon 48 Stunden Streams gemacht. Sag dir eine Sache, ja? Ich sehe leider gar keine Chance für dich, dass du Musik gewinnst. Lass uns eine Strafe für dich suchen. Damit du nicht so gewickt bist. Ich wollte Bungee-Jumping als Strafe machen. Hause, ja, belastet, aber das niemals machen. Walla? Ich darf ist. Nicht wegen 120. Das geht nicht. Du was labert ihr denn da? Brauchst okay. Du auf so ein Seil? Natürlich. Ich vertraue auf Allah und dann auf das Seil. Bruder, aber Tawakkal, denk erstmal nach, nach war schon Gott. Du hast doch einen Verstand bekommen von Gott. Du bist dick und Seil ist Seil. Morgen fängt die an, morgen ist Samstag, wa? Ja. Du wirst bis Sonntagmittag durchhalten. Ich sage, du wirst Sonntag 14 Uhr ungefähr einschlafen. Montag früh stehst du und schau mal wieder auf. Und dann hast du, du bist auf jeden Fall verliert. Bruder, mein Alter, sag ich ehrlich, es muss so ein bisschen wärmer sein. Ich muss so bequem sitzen. Und dann bist du schläfst du schon. Lass einen was filmen laufen oder irgendwas. Wir müssen irgendwann hörst du nur so. Sägewerk. Also guck mal, ich sage, seine Quote ist 18er Quote, meine Quote ist 1,05er. Doch, 8er, 8 bei dir ist 1,40. Was heißt das denn? Nein. Das ist Fußballwetten. Nein. 1,20, 12 Euro. Ja. Aber kann man nicht einfach sagen 60% und 40%? Aber was heißt 1,8 Euro? Du hast kein Fisch mit. Das bedeutet, wenn man 10 Euro auf dich setzt, kriegt man 120. Hast du 12%. 18 Euro. Maximal. Was denkt ihr bei Abu vs. Rohat? Wer bleibt länger wach, wer gewinnt? 420 oder ich? Du gewinnst. Du auch? Ja, ich glaube. Du? Ich auch. Sicher? Sicher. Stark, Mann. Ja, okay, gut. Wir machen morgen Abu vs. Rohat. Ja. Wer bleibt länger wach? Safe, Rohat. Kommt drauf an, was Rohat macht. Ja. Sagst du safe? Ich sag safe, du, ja. Okay, also Rohat. Ich mach Rohat. Rohat? Rohat, ja, ganz, ganz safe. Okay, ihr müsst kein Mitleid haben, alles gut. Waren welche, die waren dumm, die haben auch gesagt Abu. Hey, ihr wart... Props gehen raus an euch, ihr wart nicht dumm. Waren die dumm? Ja, auf jeden Fall. Kommst du nach Schleswig-Holstein zu uns? Bruder, ich bin International Player, Baby. Arsch. Salamu alaikum. Wie geht's dir, mein Bruder? Alles gut? Ja. Hey, alles klar, Bruder. Wie geht's? Hey, mein Freund. Wie geht's? Wir machen eine Challenge, wer länger wach bleiben kann. Ali Bombayé hat gesagt, also ich sag nicht, was Ali Bombayé gesagt hat, aber was sagst du, wer gewinnt? Von euch beiden? Wer länger wach bleibt. Ich weiß schon, wer länger wach bleibt. Wer? Länger bleibt jemand, der wach, der eine gewisse Eigeninitiative mitbringt, was sein Körper Veranlagung angeht. Er bleibt länger wach, weil er viel mehr Kalorien hat zu verbrennen. Wenn er einen Tag vorher nicht so viel isst, dann funktioniert das alles, weil der Körper dann immer die ganze Zeit an etwas denkt. Der braucht auf jeden Fall dieses gewisse Hungergefühl. Er darf nicht gesättigt sein morgen. Ja, richtig. Wenn man dick isst, wird man schnell müde da. Ja, ja. Ali hat zu 100% gesagt, Ali hat gesagt, er würde 100 Millionen. Guck mal, das Ding ist, ich bin ein Typ, ich stream immer 2 Tage lang durch, für mich ist das nicht so. Das wusste ich nicht, ich bin da nicht so umlaufen, dass du halt so verjunkt bist. Okay, da ist er ja schon eingehärtet. Ich glaube, ja. Genauso, was ich damals gemacht habe, war bei Sega Mega Drive 4 Stunden zu spielen und dann kam der Vater rein mit Gürtel. 4 Stunden? Ja. Das ist so gefühlt heutzutage 40 Minuten. Ich hab gestern einen Schaden 2 Tage lang durchgespielt. Okay, jetzt kommt eine andere Sache. Was würdest du? Ja, das ist jetzt das Problem. Wir machen danach eine Bestrafung bei dir. Was würdest du als Bestrafung sagen? Ich hoffe, dass ihr mir nicht kommt mit Liegestützen oder irgendwas. Nein, ich würde als Bestrafung. Also ich würde dich
gerne in Boxershorts sehen. Aber mitten in Buxtehude. Ja, genau. Ich glaube, wenn man richtig übermüdet ist, hat man die besten Gespräche. Vor allem fällt dir auch schnell auf, was dich beim anderen am meisten nervt. Ja, ja. Weil man dann gegeneinander gereizt ist. Ja, ja. Morgen kommt ein neues Spiel raus, was einmal im Jahr so richtig Suchtpotenzial hat, was man immer Bock hat zu spielen, und das kommt genau morgen. Was ist das, Mario Kart? FIFA. Ja. So, kommst du auf Mario Kart? Ja, ich weiß nicht. Mario Kart. Ich habe mal einen 48-Stunden-Stream gemacht, 48 komplett wach gewesen, und danach war ich mit meinen Kollegen unterwegs. Was warst du danach? So, also ungefähr, glaube ich, so 56 Stunden. Das ist hart. Er wird mein Leben auseinandernehmen, ich weiß es also jetzt schon, aber ich werde alles dafür tun und ich werde am... Mal gucken. Was spiele ich momentan auch noch? Paw Patrol spiele ich momentan. Du kannst ja gar nicht verlieren. Du musst einfach nur die Punkte sammeln, du kannst gar nicht sterben. Du läufst einfach geradeaus, du kannst auch gar nicht zurücklaufen. Eigentlich sowas für Jüngere, für Kinder, weißt du, musst du nicht verlieren. Ja, stell dir mal vor, ich spiele so Paw Patrol und höre so im Hintergrund Ghetto-Lied. Die Türen beleuchtet. Sehr, sehr weiß. Boah. Ja, das ist ein ganz anderer. Einfach Teppich hier oder so. Guck mal, ich sag dir, Rohat, ich muss mit dir eine Runde mit diesem Wagen drehen. Was passiert dann? Dann schläfst du ein bei Abo vs. Rohat. Guck mal hier. Was ist das? Macht ihr die Tür so zu? Ja. So elektrisch. Ja, mach auch von vorne alle Türen auf und zu. Auf, auf. Nee, sieht schön aus. Sehr, sehr schön. Ganzes aus. Das neue Lenkrad, dieses Holz und so. Masha'Allah, wirklich, du merkst keine Bodenwelle in diesem Auto. Längere Runde gedreht, schönes Ding. Hier ist Breitenbergskiste, typische Zweisitzerkarre, Ego-Kiste. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Das ist ein Riesenunterschied. Mein Fünfer ist schon komfortabel, der ist schon sehr komfortabel, aber du kannst einen Maybach, also das kannst du nicht vergleichen. Jeder einzelne Knopf drin ist in weiß. Das ist halt richtig. Aber perlweiß, bitte. Ja, es gibt nichts Schwarzes im Auto drin. Alles komplett neu. Digga, das ist so eine richtige Karre, damit würde ich in der RP rumfahren. Genau. Weißt du was? Ich hab einen Motherfucking. Okay, okay, hör zu, Bruder. Ich komm morgen. Nimm den Schlüssel, Bruder. Ich komm morgen. Krass, hör zu. Ich komm morgen zu dir, während du ein, zwei Stunden streamst, komm ich bei dir ein bisschen streamen. Er hat sein Equipment mit, ich nicht. Ich geh morgen in den Raum. Ja. Ich lade dir alles runter. Okay. Bruder Tim, Bruder, verbrenn den Raum bitte. Mach alles, was du willst. Du hast einfach direkt Schlüssel gegeben. Generalschlüssel sogar. Hast du einen Arzt zufällig, der mit uns reden kann? Oh mein Gott, das wäre wichtig. Hast du? Momentan google ich alles. Muss ja niemand wissen. Nein, die Zahnarzt. Hat er einen weißen Kittel an? Ist egal, Arzt ist Arzt. Ihr wollt schon einen richtigen Arzt, oder? Ja, der uns einfach nur sagt, so, sowas Risiken und Nebenwirkungen. Ja, ich kann dir das ja sagen, es gibt Leute, die sterben dabei. Eli, du bist der Nächste. Doch, Rainer, wenn der von dir mir Glückbruch! Wer gewinnt morgen aber so, hä? Ich hoffe, vielleicht hattet ihr Bock auf diesen Vlog. Nee, falsch. So Armreifen und Kette, ich nicht, niemals. Analplug?